Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Let's Play Castlevania 2 auf dem NES. Mit dabei wieder. mit dabei, ich mach dich gleich stumm, ey, damit ich meine Ansprache machen kann. Mit dabei wieder der Kill 158, ich begrüße ihn. Hallo. So, im letzten Part haben wir hart gescheißert. Aber jetzt können wir wenigstens mal mit den Leuten das versprechen, ja, zum Beruhigen. Du musst in Larubas Villa das Kreuz finden. Nein. Stimmt nicht, das waren Nagel. Nein, Larubas Villa, da finden wir das Kreuz dann. Ja. Echt, ja? Ja, ja. Krass. Das ist die vorletzte Burg. Du warst genau davor. Weißt du, wo wir heute gescheitert sind im letzten Part? Okay, fuck. Es gibt hier Proteste wegen dir. Verschwinde, das ist eine Lüge. Ja. Und zwar in der letzten Folge sind wir doch quasi an diesem Wasser da, an dieses vergiftete Wasser da gescheitert. Mhm. Hier, das kannst du mit Stimme lesen. Hatte ich mir erst mal den Opa lesen. Gut, mach. Und zwar genau da links daneben. Ja, und genau links daneben war quasi diese Labura Villa. Vertreibe wenigstens diesmal alle Kreaturen. Willst du? Ich box dir gleich in dein Horn, Junge. Ich guck jetzt mal kurz hier rein. Hier ist ja. Oma. Haben wir hier schon das letzte Mal? Nee. Nee, nein. Geh heim. Du kannst auch rechts, ich glaube rechts kannst du weiter, warte mal, ich will mal das Nörgel auswählen, dann kannst du dann immer gleich reinschauen. Oder bei Wasser geht auch. Entweder hier, hast du Nörgel ausgewählt? Ja, ja. Nee, gut, dann der andere Tür war's dann. Nee, wenn, dann geht's nur nach rechts weiter. Okay. Du sagst jetzt, ich soll hier mit meiner Stimme sprechen? Ja, freilich, das drückt schon. Ich weiß gar nicht, ob ich die jetzt ausgewählt habe, aber das können wir ja, oder? Bist ja jetzt professionell vorbereitet. Gleich rausfinden. Oh, warte mal. Du bist doch jetzt Profi, hey, hör mal auf. Ja, ich habe jetzt hier meinen Fußschalter noch nicht vorbereitet. Fußschalter. Ja, extrem geil, oh. Footsteps ahead. Also, warte. Ja, gleich. Ich muss jetzt hier erstmal anstarten. Okay. Hallo? Okay. Die Maschine. So, jetzt hören wir uns gleich in unsere Stimme. Warte, und zwar jetzt. Oh, jetzt habe ich eine geile Stimme. Ich habe vergessen, das Effektgerät überhaupt zu aktivieren. Okay, also jetzt gehe nach links zum gottlosen Graben. Oder gehe nach rechts zur Nordbrücke. Weise Bescheid, mein Schätzelein. Ja, weise Bescheid, mein Schätzelein. Sehr geil. Ja, Was auch immer du geredet hast, das war bestimmt extrem geil. Du hast es nicht gehört? Nee, das hör ich mal nicht. Das ist dein Ausgeschalten, du bist gemutet. Echt? Ja. Also... Alles klar, tatsächlich, warum hörst du mich nicht? Ach, weil ich hab den Pre-Fade nicht drin. Jetzt müsste ich bei dir auch lauter geworden sein. Nö, den hatten wir schon. Du musst mir jetzt in die anderen, wir brauchen ja die Lorbeeren. Ja. Die Kirsche hat man ja. Wir wollen in der Kirsche. Kirsche. Ich finde das immer witzig, wie ihr bei euch da drüben die Kirche immer mit wie eine Kirsche aussprecht. Ja, das ist quasi ein Wort, richtig. Hm. Ja, das ist ja auch ein Wort, ja. Aber soll ich jetzt hier runterhupfen? Ja. Zeig, was in dir steckt. Krass Wurst. Gab's hier was? Weiß ich nicht, Nee. Vielleicht verkauft der ja Lorbeeren. Ja, irgendeiner verkauft Lorbeeren. Mousewag, thank you. Guten Tag. Möchtest du Lorbeeren? Nein, vielleicht. Kaufen Sie ja, jetzt. Nein, vielleicht. Genau. Ich kaufe gleich mal zwei Lorbeeren. Ja, genau. Dann gleich wieder hoch und links raus. Weil ich weiß ja, wir wollen doch irgendwann wieder zurückgehen. Da wäre eine Lorbeere ebenso nicht schlecht. Gar nicht schlecht. Nee, Lorbeeren werden wir auf jeden Fall. Nee, kaufen wir lieber drei oder vier. Weil dann geht's noch weiter. Ich habe nicht so viel Geld. Ich kann mir nur noch drei kaufen. Und dann ich will mir den Morgenstern kaufen, den neuen. Der kostet 200. Ja, siehst du? Ich habe nur noch 154. Wie viele Lorbeeren hast du jetzt? Zwei. Ja, cool, ich kaufe mir noch eine dritte. Also eine werden wir noch brauchen, ja. Ja. Gut. Dann muss man. What the fuck, jetzt habe ich sechs Lorbeeren. Ich habe doch nur drei gekauft. Gibt ja, du kriegst immer zwei Stück. Kriegst immer zwei Stück. Achso, okay, geilo. Mist, jetzt haben wir Geld verschwendet. Wir brauchen 200 wieder. Wie waren wir jetzt 100, ne? Ich kann den nochmal laden. Ja, mach mal. Wie waren wir jetzt? Vier. Ja, es langt. Jetzt haben wir 154 wieder. Okay. Gut. Dann kannst du jetzt raus. Und raus aus der Stadt nach links und dann wieder zu diesem schönen besagten Wasser. Nee, links. Ich will doch erstmal den Morgenstern holen, denke ich.
Ja, nee, ja. Da ist dort auf dem Weg, du wirst kaum glauben. Links. Ach. Ja, du kommst dann quasi dort, wenn du nach links weiterläufst, wieder zurück zu dem, wo wir uns dann hingehockt haben. Also wir holen uns jetzt die nächste Waffenstufe, um uns dann gleich wieder die nächste Waffenstufe zu holen. Nicht ganz. Wir gehen jetzt zum nächsten Schloss. Und nach dem Schloss müssten wir nach links weiter und können uns dann den Morgenstern holen und dann könnten wir wieder theoretisch, müssen wir wieder zurück. Und da holen wir uns dann diese letzte Waffenstufe. Was ja keine, der verbessert bloß den Morgenstern. Mhm. Aber wir brauchen den Morgenstern dazu. Wir brauchen den, wir brauchen das, wir brauchen alles. Naja, wenn du weißt, wo der ist, dann ist ja okay. Ich weiß, wo der ist, ja. Alles okay, jetzt gehst du einfach übrigens wieder zu dem hier Wasser auf Facebook zurück. Gucken, ne? Wisst ihr Bescheid? Könnt ihr mal reinklicken. Da kommen immer tolle neue Sachen. Genau, mal. Alle mal reinklicken und alles gefällt mir. Gefällt mir drücken, mal kommentieren und so. Ist immer sehr gewünscht. Ich reagiere da auch noch drauf. Ja, Wahnsinn, so viel Zeit hast du noch. Die vielen, ja, nein, nicht. Also die vielen Großen, ja, die machen ja, die reagieren ja quasi gar nicht mehr, weil die zu viele Kommentare bekommen, als dass man die lesen könnte. Okay. Also wir gehen jetzt auf jeden Fall wieder zurück zu diesem Wasser, was uns schon mal zum Scheitern verurteilt hat. Und da müssen wir jetzt durch. Ja, also das muss jetzt klappen. Und sparen ein bisschen Energie, weil die was brauchen. Weil es kommt nämlich auch in dieser schönen Villa, die jetzt kommt. Diese, wie sieht der noch? Dingsbums Villa. Da kommt nämlich diesmal auch wieder ein Boss. Die Knick-Knack-Villa ist das. Nee, da kommt diesmal auch ein Boss, wie gesagt. Ich muss erstmal speichern. Der Boss. Jetzt hier drin, ja? Ja. Da waren wir schon drin vorhin. Nein, da waren wir doch schon links weiter. Okay. Hinhocken. Kennst du doch. Ach so. Mensch, stell dich nochmal jetzt an. Stell dich an, aber nicht blöd. Genau. No. Wir gehen jetzt zur Laruba-Menschen. Da, wo wir das Kreuz kriegen. So, jetzt wieder nach links, ne? Ja, ja. Hast du an den Morgenstern gedacht? Ja, da müssen wir trotzdem leider an der Brücke vorbei. Boah, was war das jetzt für eine Action? So ein Pisser, Alter. Boah. Wow. What? Was geht? Was geht? Das ist ja auch total sinnlos, ey. Hier ist Wasser, ja? Wo ich sterbe, aber wenn ich mich vorher hinknie, dann sterbe ich nicht daran. Weil ich genau, dann... weil du dann diesen Grund des Sees siehst, was ja vorher auch genauso war, aber... Ja, eben drum. Ja, ich weiß schon. Aber okay, achso, ich muss ja den fucking Fuck auswählen. Den fucking Fuck, verkratzt du doch auch. Es ist so wie das kleine Kind, das in der Pfütze ertrinkt, weil es denkt, das ist zu tief. Ja, genau. Und dann, vor Schreck stirbst du bestimmt dann. Nein, du stirbst, weil du denkst, dass du sterben musst. Ja, ich sage, du stirbst dann irgendwie so aus... So, ich gehe jetzt hier weiter, ja, nach links? Ja, immer nach links. Achso, nicht unten lang, oben lang. Weil... Wir brauchen ja den Morgenstern für den Typ da unten, weißt du? Ja, genau. Und der ist wir ja damals einfach. Wir hätten einfach rausrennen müssen in der Stadt, ne? 200 holen müssen und dann, weißt du, das hätte einfach mehr Sinn ergeben. Hm. Wenn 200, ey, scheiße, ich habe nur 188, ne? Nee, brauchen wir jetzt noch nicht. Brauchen wir noch nicht. Okay. Du machst noch ein ganzes Schloss vorher. Kannst du glauben, ne? Hm. Aber beim allerletzten Endboss machen wir dann die Peitsche an. So, warte, ich muss erstmal den Kopf töten. Töte den Kopf, ja. Den Tod. Den Tod. Ja, das ist echt fiese Stelle hier, Special. Weil die da immer random kommen, also die kommen dann immer wieder hier, wenn du so nach links rechts guckst. Ganz echt abgefuckte Scheiße. Ganz fies und wir brauchen. Oh, jetzt kommen wir noch ein anderer. Scheiße. Und wir brauchen auch ein bisschen Energie, weil hier, wie gesagt, das nächste Schloss kommt. Mal zwischendurch hier speichern. Ja, immer gut. So, wo jetzt lang? Ja, ich hoch. Nach links halt. Und dann kommt ja auch gleich das Wasser dann. Ach ja, zu dem Wasser. Ja, das tödliche Giftwasser. Giftwasser. Okay. Yes. Ja, genau. So sieht's aus. Links. Links, ja. Ja. Oh, scheiße, den hab ich. Und natürlich wird's jetzt auch noch Nacht. Ja, ist ja klar. Ist doch praktisch, da sind die Gegner weg, oder? Nee. Nee, oder? Doch. Nee. Lol. Die sind sogar stark. Oh Mann. Total arschgefickt, ey. Weißt du, das Spiel, das ist echt fies, ey. Das nimmt deinen Arsch und rammt dir seine Faust rein. Ja. Teilweise zumindest. Ja. So, jetzt macht's bumm. Jetzt muss ich ja gegen den Typen kämpfen. Jetzt wird's genital. Das ist schwer, ja.
Ja, du bist ja auch, das ist jetzt schon die vorletzte Villa. Die letzte Villa ist ja Dracula schon, also das ist jetzt das letzte normale Schloss noch. Hab ich das nicht ja gerade mit Bravo gelöst, sag ich mal? Ja, ups. Du hast schon, sagen wir mal, 80% des Spiels durch. Ich muss ja immer regelmäßig speichern, weil ich Angst habe zu sterben. Ja, das kann man nachvollziehen, bei dem Ultra-Hardcore-Spiel. Boah. Boah. Was war das? Ja, das ist eine gute Frage, hier ist gerade irgendwas umgefallen in der Wohnung. Ja, das ist halt dein anonymer Drang, verstehst du? Achso, okay, ja. So, jetzt nehme ich mir so eine fucking Lorbeere, ja? Ja. Wie komme ich denn da runter? Achso. Ja. Und dann rennst du da mal durch, ne? Ist auch wunderschön, dass man hier nicht erfährt, wann die Lorbeere zu Ende ist, ja? Nee, das ist dann einfach mal vorbei. What? Wie weit ist denn das noch? Jetzt. Gut. Alter, ich habe nur noch eine Lorbeere übrig, ne? Quatsch. Na, wir haben nur vier gehabt und ich habe jetzt drei eingesetzt. Lol. Auf für den Weg. Also eine brauchen wir links dann noch. Na gut, okay, dann müssen wir halt durchhalten. Jetzt müssen wir Energie sparen. Gut, und los. Ich komme dann nie wieder zurück. Doch, nach links ist kürzerer Weg. Mit einer kennst du nicht. Soll ich jetzt hier reingehen? Das ist die vorletzte Villa, ja. Okay. Jetzt brauchen wir aber echt Energie sparen, das sag ich dir. Mache Energiesparmodus. Ja. Ich versuch's. So gut wie ich kann, ey. Ach du Scheiße, eine Lorbeere nur noch? Mhm. Ach, das hat mich drei Lorbeeren jetzt gekostet, der Weg. Alter. Und ich guck mal, ich check mal, ob das geht denn hier ab, Junge? Ach, ich glaube das Kreuz eventuell. Vielleicht, verstehst du? Alter, die Gegner halten viel zu viel aus. Jetzt ohne Mist. Die halten viel zu viel aus. Ja, weil du im Grunde nicht diese tolle Waffe hast. Ja, die wollte ich doch gerade holen. Du hast gesagt, die finden wir unterwegs. Ja, ne. Pass auf. Jetzt finden wir die doch nicht unterwegs, oder was? Du hast mich angelogen. Nein. Wir haben die Möglichkeit, entweder nach links zu gehen, einen riesen Umweg zu laufen, dann haben wir die Waffe. Ja, bitte. Oder aber wir machen wir gehen nach links und holen die Waffe. Okay, gut. Das geht gar nicht, ja. Boah. Okay, gut, dann gehen wir nach links. Ich speichere trotzdem noch mal vorher. Okay, das wird das richtig crazy. Also du musst jetzt den ganzen Weg hier durchlaufen, ne? Also viel Spaß, das ist doch ein kleines bisschen. Also mit einer Lorbeere wird's heiß. Aber wenn wir es geschafft haben, haben wir es geschafft. Danach kommt alles einfach. Okay, pass auf. Okay, fuck. Ja, probier's. Ist egal, selbst wenn du einen hast, danach kommt kleine Stadt. Nee. Ach nein, da war's. Kann Simon irgendwie rennen? Nee, ne? Nee, kann er nicht. Dann habe ich keine andere Chance. Aber du wurdest auch vom Gegner ab und zu mal getroffen, oder? Nee, einmal, aber das lässt sich nicht vermeiden auf dem langen Weg. Probieren wir es einmal und dann müssen wir halt die Burg machen. Weil du kriegst ja in der Burg einen Gegenstand quasi, was Lorbeeren überflüssig macht, wenn ich mich nicht irre. Was war denn mit Draculas Auge? Was hat denn das gemacht? Ach, unsichtbare Sachen sichtbar, ne? Nee, genau. Nee, du würdest in dieser Burg dann quasi einen Gegenstand bekommen. Und zwar... Ja, okay, dann machen wir halt doch erstmal die Burg. Dann musst du dich halt anstrengen. Und ich glaube, dieses... Ein Draculas Ring kriegst du da. Na, guck mal. 3, 4, 5, 6, 7, 8... 8 Schläge brauchen die hier, ja. Ja, ich weiß, hab ich damals genug gesagt, komm, lass den Morgen nicht angreifen. Ne, ich hab keine 200, geh mal weiter. Ist alles extrem wichtig, das Zeug auch zu kaufen, ne? Ja, so viel zum Energiesparmodus, ey. Ah ja, der Ring, genau, was ist das? Und dieses Kreuz, ne? Boah, Alter, du Arschskelett. So, oh, Entschuldigung. Kimber, erzähl mal noch kurz was hier über das Spiel. Bitte. Irgendwas. Ja, und zwar kriegen wir jetzt in dem Schloss das Kreuz, was auch schon mal sehr, sehr cool ist. Und ja, und ich glaube, wir haben ein Problem, ja. Wir haben echt ein Problem jetzt, ja. Weißt du warum? Also, wir haben... Warum? Das Mikrofon ist noch an, ja. Nee, warum? Erzähl. Ja, weil das Problem ist, wir kriegen in diesem Schloss keine Lorbeeren. Sondern? Und das Kreuz ist so eine Art Waffe. Oh Gott. Und also wir kommen hier nie wieder zurück. Verstehe ich das richtig? Ja, es könnte sein, ja.
Außer wir schaffen es da unten mit dem letzten Speicher. Oder hier irgendwie unsere Energie aufzuladen. Und dann mit der vollen Energie links rüber. Oh, das wird echt hart. Nee, das schaffen wir nicht. Oder kriegen wir nach dem... wenn wir da diesen Dragulas Gegenstand eingesammelt haben, bekommen wir da volle Energie wieder? Nee. Wir kriegen nur volle Energie, wenn wir hier 1.000.000 Herzen eingesammelt haben insgesamt. Das heißt, ich könnte jetzt hier stehen bleiben und immer die Herzen einsammeln. Ich glaube, das mache ich mal offscreen. Ja, das mache ich offscreen. Was machst denn du? Herzen sammeln oder was? Ja, offscreen Herzen sammeln, dass ich wieder volle Energie habe. Und dann treffen wir uns wieder beim nächsten Mal vor dem Schloss, wenn ich es dann gepackt habe, weil das wird anstrengend und langwierig und nicht interessant für die Zuschauer. Ganz genau. Wie viele Minuten haben wir denn? Ja, wir sind jetzt auch durch. Achso, ja gut. Also beim nächsten Mal sehen wir uns genau hier weiter, aber mit... Ja, nicht genau hier, sondern direkt vor dem Schloss, nehme ich mal an. Ja, genau. Werde ich sehen, okay. Genau. Also Leute, wir sehen uns dann im nächsten Part wieder, wenn es wieder heißt Let's Play Castlevania 2, dem anstrengendsten Spiel auf dem NES. Eigentlich nicht, wenn man sich gut vorbereitet. Ja, aber wenn man das nicht... Die Vorbereitung, sind wir ehrlich, war beschissen. Ja, dann mal ganz ehrlich, wie kann man ein Spiel bauen, wo man irgendwo hingeht, aber nicht mehr zurückkommt? Nein, man kommt ja zurück mit dem Leben, aber wir haben ja alle Leben verbraucht. Ja, meine ich ja. Man kommt nicht mehr zurück. Na doch, doch. Wäre Game Over und schon könnte einfach mal von vorne beim nächsten Mal besser planen. Ja, das ist anstrengend. Okay, also macht's gut, bis dahin und tschaußen, Leute. Ja, tschüssi.